Von San Diego geht es weiter nach Beverly Hills. Judy, eine Freundin und Nachbarin von Sonja, bei der Tamme vorher war, hat erfahren, dass der Ostfriese im Land ist. Ihr Liebling, ein Königspudel, läuft häufig unrund. Nun hofft sie gemeinsam mit ihrem Sohn auf einen Rat vom Knochenbrecher aus Ostfriesland. Was Tamme noch nicht weiß, Judy ist die Top-Musikmanagerin in L.A. Zu ihren Kunden gehören die Rolling Stones, Aerosmith und viele andere. Die Hinterfüße und die Vorderfüße sind die Zehen viel zu lang. Oh. Eine Zehe, die Nägel. Mm-hmm. Oh, die Nägel sind zu lang. The nails are too long. Wenn der Hund lange Nägel hat, kann er nicht abrollen. Ah, dann kommt er aus dem Hinterbein so und tapst. Und er bewegt nicht den Innenfuß. Dann läuft ein Hund so ein bisschen wie ein Roboter. Aber er kann, wenn er abrollt, schwingen. Als wenn einer schwimmt. Er läuft dreimal so leicht, wenn die Füße wieder abrollen. Aha, wenn die Nägel wieder kürzer sind. Wenn die Nägel läuft er sich automatisch mit kurz. Man kann sie ein bisschen kürzen. Aber das liegt daran, in dem Fuß vom Hund, innen sind ja all diese kleinen Knochen. Genau. Und diese Knochen, die müssen so voreinander stehen, damit sie alle mit beweglich sind und keiner den anderen stört. Und wenn er jetzt abrollen soll, sticht der eine immer oben dran. Und nun wird er das mit den Muskeln so machen, dass er steif bleibt. Und dann kann er kann praktisch so nur laufen. Kurze Schritte, schnell und so, aber nicht groß und rollen. Die Krallen sind zu lang. Kleine Ursache, große Wirkung. Auch dieser Patient kommt auf den improvisierten Behandlungstisch. Das war der erste Fuß schon. Man soll einen Test machen, er zieht noch. Und kürzt man die Nägel eigentlich selber oder macht er? Wer macht das? Den Nägel kürzen, das ist besser, wenn der Tierarzt das macht, weil viele Leute kneifen zu weit ab, dann blutet es nämlich wie Sau. He says to go to the vet to shorten the nails. So. Hallo, hallo, sich. So, Nacken nachgehen. Ja, das ist der Atlas. You're fine, magst du das? Sag zu mir mal deine Augen. Eyes, sind Eyes, Augen. Wir sehen, die Augen haben eine leicht bräunliche Farbe. Also das Augenweiße. Das Augenweiß muss super schneeweiß sein. Es ist hell, seht ihr das? Es ist weiß. Es muss rosa sein. Wie nennt man rosa? Pink. Pink. The Maus? Altheit pink. Anton führt den Hund nach der Behandlung noch mal vor. Die Überraschung ist groß. Siehst du, die Füße gehen auf und jetzt beim Laufen hört ihr auf einmal das Klacken von den Nägeln, die ihr eben fast nicht gehört habt. Ah. Dann noch einmal den Flirt hoch und runter. Oh, I see. Now, when she walked before, you barely heard the clacking of the nails. But now, after he's done with the adjustment with her feet, now you hear the clacking of her nails. Is that good? Das ist doch gut, oder? Ja. Yeah. Muss nur gekürzt werden. Yes. Der Ostfriese schreibt für die Patientin bzw. für deren Besitzer noch einmal alles auf. Neben Nägelschneiden empfiehlt er auch in diesem Fall Nahrungsumstellung. Jetzt will er mehr über das Frauchen erfahren. Trudy ist deine Nachbarin. Sie ist meine Nachbarin und meine ganz, ganz gute Freundin. She's my wonderful friend and my neighbor. Yes. Super. Ja. And so he wants to get to know you a little bit and to see what you're doing. Trudy is im Musikbusiness. Sie ist eine der besten und größten Musikmanager, würde ich sagen, überhaupt. Und she manages rock bands. She used to manage the Stones, right? Michael Jackson, Rolling Stones, Aerosmith. Yeah, she's you think she's so cute and tiny? She's a powerhouse. She's a powerhouse. Janet Jackson. Oh my God, she knows them all. Manage them all. Manage them. Nicht nur knowing, but manage them. Das ist ganz eine andere Ecke.
Diese Bands kommen alle nach Deutschland, weil dort ein sehr großer Markt für die Musikindustrie ist. Sie tourt mit denen. Sie kommt immer nach Deutschland mit Aerosmith. Minimum ein-, zweimal im Jahr. Sie tourt mit denen durch die ganze Welt. Und Sie kennen alle diese Persönlichkeiten selber. Natürlich, die rufen. Ich sitze bei ihr um 10 Uhr nachts. Da ruft Steve, wie heißt er von Aerosmith? Steven Tyler? Ja, der Steven Tyler ruft an um 11 Uhr nachts, um irgendwas zu besprechen. Und die rufen zu allen Zeiten an. Und Michael Jackson kannte sie sehr, sehr gut. He wanted to know how well you knew Michael. You knew him very, very well, right? Ja, ich kannte Michael. Er war sehr kostbar und er war sehr außergewöhnlich. But he was also so sensitive. So sensitive. But he had a gift. Aber er hatte eine Gabe. Er war wohl der talentierteste, den es je gab. Bei Mick Jagger ist es das Gleiche. Der ist unglaublich. Der Beste. Aber ich muss ja nun ganz ehrlich sein, ich höre ja viel deutsche Musik. Mhm. Aber Tina Turner habe ich auch eine CD von. Oh ja, die ist toll. Tina Turner, he loves Tina Turner. Und hier, wie heißt sie? Whitney Houston habe ich auch eine. Sie lebt doch sogar in Deutschland. Ach, in Zürich. Und was hören wir im Moment? What do we listen to? Ernst Mosch.